Hallo zusammen. Hi, Kollegen. Hi, Sarah. Hey. Danke. Der Tote heißt Manuel Lob, 26 und arbeitet hier im Finanzamt. Dankeschön. Was hast du bislang, Sarah? Okay, also, die Schwellungen am Unterbauch deuten auf eine schwere Verletzung im Genitalbereich hin. Ich glaube, er hat ordentlich eine in die Hoden kassiert. Sonst gibt es keine Zeichen für äußere Gewalteinwirkung. Oh je, das war bestimmt schmerzhaft. Meinst du denn, dass der Schlag todesursächlich war? Das ist extrem selten, aber ausschließen kann ich das natürlich nicht. Mehr gibt's wie immer nach der Obduktion. Okay, also 300 Euro im Portemonnaie, das Handy ist auch noch da. Im Raubmord war es wohl nicht. Ja, ich finde, das sieht sowieso eher nach einer persönlichen Geschichte aus. Gibt es hier Überwachungskameras? Das nicht, aber im Auto des Toten ist eine Dashcam drin mit Parküberwachung. Die aktiviert sich, wenn sich jemand dem Auto nähert. Vielleicht hat die was gesehen. Den Schlüssel, den hat der Kollege. Danke dir. Die letzte Aufnahme ist von gestern Abend, 21.43 Uhr. Alex, siehst du das auch? Oder hat mir hier jemand was in den Kaffee gekippt? Ich sehe das auch. Das ist Zorro. So, das ist mein attraktiver Kollege Stehler. Das ist Frau Dr. Margot Möllner. Hi. Psychologin auf dem Gebiet der Körpersprache, also nonverbale Kommunikation. Wo sind die Mädels? Die befragen noch die Kollegen vom Opfer im Finanzamt. Ah, okay, gut. Es soll um einen als Zorro maskierten Täter gehen. Habe ich das richtig verstanden? Allerdings. Am besten, Sie machen sich erst mal selber ein Bild davon. Ich lass mal laufen. Zu den gängigen Foltermethoden. Vielleicht wollte der Täter seinem Opfer Informationen entlocken. Ich lass mal weiterlaufen. Autsch. Also für mich sieht das aus, als wenn sich Täter und Opfer kennen. Die Ü-Cams an der Einfahrt haben den Täter nicht aufgezeichnet. Er wusste also ganz genau, wie er unerkannt in die Tiefgarage rein und wieder rauskommt. Darf ich mal kurz? Klar. Seht ihr am Ende, wie Zorro sich aufrichtet und aufatmet? Der Täter zieht daraus offensichtlich eine Art von Befriedigung. Nicht unbedingt sexuell, sondern eher wie nach einem Racheakt. Das Opfer war frisch verheiratet. Vielleicht hat das irgendwas mit der Motivation des Täters zu tun. Oder vielleicht ein Schuldner? Finanzbeamte sind ja bekanntlich nicht sehr beliebt. Schaut mal, am Ende seht ihr diese lässige, weit ausgeholte Bewegung auf Hüfthöhe und die angewinkelten Arme? Das ist kein Zorro. Höchstens eine Zorra. Was? Zorra, also eine Frau? Ja. Es gibt einen Unterschied bei den Gangarten zwischen Männern und Frauen. Männer machen große Schritte und nehmen den Raum in Anspruch. Frauen hingegen nicht. Männer wippen beim Gehen mit den Schultern hin und her und haben die Ellenbogen eher nach außen gedreht. Frauen hingegen bewegen sich stark mit den Hüften und haben die Ellenbogen eher nach innen gekehrt. Das wäre jetzt im ungeschulten Auge nicht so schnell aufgefallen. Also haben wir es mit einer eifersüchtigen Ex-Freundin zu tun? Ja, die Täterin wollte das Opfer demütigen. Sie muss ihn persönlich gekannt haben. Also die Ehefrau war es nicht. Sie war zur Tatzeit in der Klinik arbeiten. Sie hatte Nachtschicht. Aber was hat das Ganze überhaupt mit Zorro zu tun? Ich meine, man sucht sich ja so ein Kostüm nicht ohne Grund aus, oder? Ja, diese Superhelden bekämpfen das Böse. Sie stehen für Selbstjustiz und Rache. Vielleicht ist unser Zorro Unrecht passiert. Vielleicht auch ein Missbrauchsopfer.
Das ist gut möglich. Die Mädels sollen mal gucken, was sie über das Opfer rauskriegen können. Vielleicht liegt die Motivation des Täters irgendwo in der Jugend oder Kindheit. Und anschließend können sie direkt zur Ehefrau fahren. Die weiß auch schon Bescheid. Also beim Finanzamt war das Opfer überall beliebt. Ich glaube nicht, dass da jemand sich rächen wollte an ihm. Ach, das ist Sarah. Sarah, warte ganz kurz. Also, meine Vermutung hat sich bestätigt. Manuel Lob ist an einem sogenannten Reflextod gestorben. Das passiert, wenn der Nervus vagus so stark überreizt wird, dass es zu einem Herz-Kreislauf-Stillstand kommt. In unserem Fall das Schmerzempfinden der Hoden, das über diesen Nerv ins Gehirn weitergeleitet wird. Also, du willst uns jetzt ernsthaft damit sagen, der Schmerz durch den Schlag war so stark, dass er daran gestorben ist? Richtig. Das kann der Täter bzw. die Täterin aber unmöglich beabsichtigt haben. Da reagiert nämlich jeder Mensch anders drauf. Das ist definitiv keine sichere Methode, jemanden umzubringen. Puh, na gut, das hilft uns weiter. Danke, Sarah. Danke. Ich freue mich immer, wenn ich euch helfen kann. Ciao. Ah, krass. Ja, hallo. Wer ist da? Rietz und Stamm von der Kripo. Hallo, kommen Sie rein. Frau Lob, das muss schlimm für Sie sein. Es tut uns sehr leid. Manuel war mein absoluter Traummann. Aufmerksam, liebevoll. Wir haben vor 2 Wochen geheiratet. Und Ende des Monats wären wir in die Flitterwochen geflogen. Wir wollten eine Familie gründen. Es tut mir leid, dass wir Sie damit belästigen müssen. Hat sich Ihr Mann in letzter Zeit vielleicht auffällig verhalten? Ist er abends lange im Büro geblieben oder hat vielleicht sogar an den Wochenenden gearbeitet? Im Moment ist im Finanzamt Hochbetrieb. Was wollen Sie damit andeuten? Wir gehen aktuell davon aus, dass es sich bei dem Täter um eine Frau handelt. Und Frauen begehen öfters Beziehungstaten. Gab es vielleicht eine Ex-Freundin, die sauer war oder vielleicht sogar eine Affäre? Tut mir wirklich sehr leid, dass ich das fragen muss. Aber wir müssen einfach in alle Richtungen ermitteln. Nein. Wir sind seit 4 Jahren zusammen. Und wir wussten damals sofort, dass wir füreinander bestimmt sind. Obwohl, naja, es gab da Vorfall vor ein paar Monaten. Was denn für ein Vorfall? Manuels Autoreifen wurden aufgeschlitzt. In der Tiefgarage vor der Arbeit. Hat er das bei der Polizei angezeigt? Nein. Er dachte, das ist bloß eine Schuld, aber. Aber er hat sich zur Sicherheit so eine Kamera fürs Auto gekauft. Das ist jetzt vielleicht eine seltsame Frage, aber ist einer dieser Schuldner Fan von Superhelden oder Kostümierung? Nein. Ist Ihr Mann Fan von Zorro gewesen? Keine Ahnung. Aber wir haben vor ein paar Tagen die Hochzeitskarten aussortiert und da war eine mit einem Foto von 3 Zorros dabei. Manuel wollte sie wegwerfen, aber ich habe sie aufgehoben. Ich schau mal schnell. Ja, super, danke. Hi, Philipp. Ja, okay, danke dir. Ciao. Ist einer von denen Ihr Mann? Keine Ahnung. Manuel wollte nicht viel dazu sagen. Frau Lob, bewahrt Ihr Mann irgendwo alte Schulsachen auf? Ja, unten im Keller. Kommen Sie. Ach, geben Sie ruhig. Danke. Sie können sich gerne alles durchsehen. Ich muss oben noch ein paar Telefonate erledigen. Kommen Sie alleine zurecht? Natürlich, danke. Was hat Philipp denn erzählt am Telefon? Manuel Lob hat vor 8 Jahren sein Abi am Bacholt-Gymnasium gemacht. Und die schmeißen immer so Motto-Partys. Jetzt rate mal, was das Motto vor 8 Jahren war. Ja, wahrscheinlich irgendwas mit Superhelden oder so. Helden der Zeit. Da hatte Micha recht, es muss irgendwas mit seiner Jugend oder Schulzeit zu tun haben.
Du warst damals in der Schule bestimmt so eine kleine Streberin, hä? Und du hast doch immer nur beim Nachbarn abgeschrieben. Pff, irgendwas muss man ja können. Teilchen und Kerne. Hat bestimmt irgendwas mit Essen zu tun. Oh, Jackpot. Abi-Zeitung 2013. Helden der Zeit. Hier. Das ist genau das Foto. Das heißt, unsere Zorro hat diese Abi-Zeitung. Ein Zorro kommt selten allein. Einer von den dreien muss Manuel Lob sein. Warum sonst sollte man ihm das Bild schicken? Meinst du, sie wollte ihn vorwarnen? Vielleicht hat sie deshalb das Kostüm angezogen, weil sie ihn daran erinnern wollte, was er damals gemacht hat. Oder was alle drei getan haben. Aber das würde bedeuten, dass die anderen beiden in Gefahr sind. Wir müssen rauskriegen, wer die sind. Ich ruf mal Philipp an, der soll eine Namensliste von dem gesamten Abi-Jahrgang erstellen. Vielleicht weiß ja der Autor dieses Artikels was darüber. Florian Lehmann, immerhin hat er das Foto ausgewählt. Ja, mal gucken, was der heutzutage macht. Danny, ich habe hier keinen Empfang, ich gehe hoch. Du kommst danach, wenn du fertig bist, ja? Echt jetzt?